Nordkorea, das spitzt sich auch weiter zu, zumindest in der Tonlage und in der Wortwahl. Wobei von Seiten Kim Jong-uns konnte man das kaum noch steigern. Die Arten der Drohungen der letzten Jahre, da waren wir ja schon abgestumpft, da war ja nur wirklich jeder Superlativ bereits erfüllt. Aber Amerika, die geben jetzt mehr Gas unter Trump diesbezüglich. Und hier gehen Diskussionen tatsächlich sehr, sehr hoch. Ist Amerika tatsächlich bereit, einen Präventivschlag zu machen, Nordkorea zu enthaupten und jetzt hier dieses Thema Nordkorea endgültig anzugehen, möglicherweise unter dem Risiko, sich mit China anzulegen, möglicherweise unter dem Risiko, hier eine atomare Explosion auf der koreanischen Halbinsel auszulösen oder hervorzurufen. Und diese Frage bleibt momentan offen. Denn es wäre eine extreme Änderung der amerikanischen Doktrin. Was war in den letzten Jahrzehnten denn die Situation? Amerika war mit Kim und mit seinen Vorgängern, also mit der nordkoreanischen Position, extrem zufrieden. Das war unglaublich wichtig für Amerika, dass es Nordkorea in genau dieser Form gab, wie wir es erlebt haben. Klingt erstmal merkwürdig, hat aber in geostrategischen Zusammenhängen eine ganz klare Auswirkung. Warum? Amerika hat auf dem eurasischen Kontinent, natürlich in Europa und auf der Westseite, unglaublich viele Truppen, Verbände und Standorte. Auf der östlichen Seite, auf der asiatischen Seite, dort hat man keine Truppen mehr auf dem Festland. Man hat sie noch in Japan, auf diesem Flugzeugträger, diesem unveränderlichen, der da vorgelagert ist. Aber vor allem hat man sie in Südkorea. Südkorea ist die letzte Bastion, wo amerikanische Truppen auf dem asiatischen Festland stehen. Und das nur wegen des Konflikts mit Nordkorea. Und es war schon seit Jahrzehnten Doktrin, dass dieser Konflikt auch möglichst genauso eingefroren gehalten werden muss, weil so hat man die Argumente und hat die Möglichkeit, seine Truppen auf dem asiatischen Kontinent zu halten. Und damit natürlich unmittelbar vor der chinesischen Haustür mit all den nachrichtendienstlichen Vorteilen und Bedrohungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben. Das war ganz wesentliche Doktrin der Amerikaner, diesen Zustand mit Nordkorea eingefroren zu halten, weil der eben genau diese Truppenpräsenz gesichert hat. Jetzt das anzugehen, man hat gesagt, wenn selbst eine Wiedervereinigung zwischen Nord- und Südkorea würde China akzeptieren und würde auch Südkorea wollen, aber nur unter der Bedingung, dass Amerika seine Truppen aus Südkorea in der Folge zurückzieht. Das war der Grund, warum man eine Vereinigung nie wirklich wollte und warum dieser Konflikt mit Nordkorea so wichtig war, um das zu behalten. Wenn man jetzt also tatsächlich daran ginge, diesen Status quo zu verändern, welchen Vorteil soll man denn daraus haben? Man würde einen großen Vorteil, den man bisher hat, aufgeben, riskieren, mit einer großen, unkalkulierbaren Risiko verbinden. Für welches Ziel denn eigentlich? Dass Nordkorea tatsächlich von sich aus andere Länder angreift, völlig unrealistisch, hat es in den letzten Jahrzehnten nicht gemacht, wird es auch künftig nicht machen, wird auch künftig nur bei den Drohungen bleiben, denn die jeweilige Regierung in Nordkorea braucht diesen Konflikt ebenfalls, um die Macht im Land zu erhalten und damit natürlich das eigene Herrscherhaus aufrechtzuerhalten. In dem Moment, wo es diese Bedrohungssituation von außen nicht mehr gäbe, in dem Augenblick könnte man die eigene Macht nicht mehr erhalten. Das heißt, auch den Führern in Nordkorea war dieser Konflikt mit USA, mit Südkorea, der immer auf verbaler Ebene stattfindet, absolut notwendig. Es war eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und naja, gut, bis auf die Bevölkerung, wohlgemerkt, aber für alle mächtigen Beteiligten. Wenn also diese Konstellation, die jahrzehntelang für alle mächtig Beteiligten gut funktioniert hat, jetzt geändert werden soll, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es ist weiterhin, wie die letzten Jahrzehnte auch, nur verbal geplaudere, nur Theaterdonner, was ich eher für wahrscheinlich halte. Wenn es tatsächlich zu einer Änderung kommt, wenn es tatsächlich dazu kommt, zu einem militärischen Eingreifen der USA in Nordkorea, was man nicht ganz ausschließen kann, dann würde es bedeuten, dass sich die Doktrin der letzten Jahrzehnte dramatisch geändert hat. Und das wäre ein Zeichen, dass wir jetzt weltweit in den Aktivitäten vor einer völligen Veränderung der Lage der letzten Jahrzehnte stehen. Dann erwarten uns ganz große Dinge. Also Nordkorea sollte man genau beobachten, ob es hier Theaterdonner bleibt oder wirklich eskaliert. Davon hängt aus meiner Sicht sehr, sehr viel ab. Man kann sehr, sehr viel für die Weiterentwicklung herauslesen. In diesem Sinne etwas zum Nachdenken und Ihnen erstmal eine schöne Woche. Machen Sie es gut und bis morgen.